Moin Moin, Lernrade. Okay, ihr wundert euch bestimmt, warum wir hier mitten im Kampf anfangen. Ganz einfach. Ich wollte euch mal zeigen, wie hoch ich im Bait gelevelt habe. Beziehungsweise wie hoch ich ihn trainiert habe. Au, irgendwas knackte mein Ohr die ganze Zeit, das nervt. Gut, was meint ihr? Eissturm? Oma angreifen und Ryu? Auch? Meint ihr, überlebt das? Mal gucken. Ich weiß selber nicht gerade, ehrlich gesagt. Aber, habt ihr gesehen, da hat die mit einem Schlag am Anfang gekillt. Jetzt sag ich, guck mal. 70. Und er hat nicht wirklich viel von seinem Leben verloren. 8. Und er haut Momo ziemlich hart auf die Fresse. Ja, wie ihr sehen könnt, er ist schon fast ziemlich unbesiegbar. Ryu macht ihm nur einen Schaden. Ich habe das getestet, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich habe ihm... Nein, nicht Blitz. Ach, egal. Ich habe ihm... ich habe eine Runde automatisch einfach nur Kampf gemacht. Und er hat alle Runden überlebt. Also ich habe halt, wie gesagt, nur den ganzen Kampf automatisch laufen lassen. Mit jeder haut Knüppel drauf. Und er hat mich fast gekillt, hätte er nicht die letzten 5 Runden verteidigt nur. Und dann ist die Zeit abgelaufen. Also gehe ich davon aus. Boom, boom, boom. Gut. Also ich denke, er ist fit genug, um... zum Leuchtturm zu gehen. Jetzt mache ich ihn aber platt erstmal. Gut, wie lange habe ich trainiert ungefähr? Ich glaube, so fast 10 Runden. Es müsste jetzt ungefähr die 10. sein. Ihr seht, wie viel Schaden ich an ihm machen muss. Gut, was habe ich sonst noch gemacht? Ganz einfach. Ich habe noch ein bisschen gelevelt. Für mich. Also die Charaktere. Dann, ja, jeder ungefähr 2 bis 3 Level ab. Ich glaube gar, ja, 1 bis 2 passt besser, glaube ich. Nina 1, Ryu 1, glaube ich, Momo 2 und gar auch 2, wenn ich mich recht entsinne. Das ging relativ zügig, hat nicht mal eine Stunde gedauert. Und das war's dann eigentlich. So, da habe ich noch ein paar Klamotten gekauft. Ich habe auch was sehr, sehr Nettes gefunden, muss ich sagen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. 279 Leben hat der. Der hat nochmal 13 Netze dazu bekommen und nochmal 4 Kraft. Damit müsste er übermäßig stark sein. Gut. Dann wollen wir ihn zum Leuchtturm schicken, würde ich sagen, oder? Okay, jetzt zeige ich euch erst aber nochmal, was alles Tolles passiert ist. Fähigkeiten, gab es was Neues? Ich glaube nicht. Schild hatten wir schon, glaube ich, ne? Hier gab es auch nichts Neues. Nina hat auch nichts Neues, glaube ich, gelernt. Nina hat ja Einfluss drin. Das haben wir schon letztes Mal, glaube ich. Wer was Neues gelernt hat, war Gar, glaube ich. Ja, das ist Level 15. Der hat einen Arsch für Leben. Genau, Ausrüstung. Das Feuerschild habe ich gekriegt. Das ist ziemlich stark. Abwehr 25. Ich hatte vorher das Rundschild drin. Abwehr 12. Und noch Wert Flammen ab. Das heißt, entweder, ich weiß es jetzt nicht, entweder wir heilen uns, wenn wir mit Flammen angegriffen werden, oder wir haben verringerte Schaden von Flammen. Gut, was noch? Gar hat, ist 2 Level aufgestiegen, hat Feuersturm gelernt und Riskschlag gelernt von seinem Meister, Hunyan, dem Holzfäller. Jo. Und ja, er steht sofort tot nach Schlag, aber das schlägt so gut wie nie. Ich habe es ein paar Mal getestet, es hat nie getroffen. Das ist so... Das ist eigentlich so unnötig wie nichts anderes. Aber dafür hat Gar halt einen Arsch voll Leben bekommen. Ich glaube, 10 Lebenspunkte pro Level ab oder so. Gut. Ja, ich lasse jetzt Gar ein Team, ist egal. Ja, das war's eigentlich großartig. Sonst nichts weiter passiert. Leben dürfte, Geld dürfte ich auch nicht so viel haben. Ich habe, na doch, es geht. Ich habe nämlich einen Arsch voll Vitamine gekauft. Geangelt habe ich nicht, aber ich habe jede Menge Angelzeug bekommen auf den Levelfeldern. Gut. Also Leute, lasst es beginnen. Warte, Training oder wir wollen zum Leuchtturm. So, okay, funktioniert das dann. Man denkt einfach immer auf Training beginnen und dann passiert das, was wir eben auch hatten. Wir kommen in die Nachtszene und können wieder leveln. Aber wir wollen den jetzt zum Leuchtturm schicken. Zum Leuchtturm? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz dazu bereit. Doch, bist du. Was? Was meinst du? Soll ich denn jetzt eigentlich einen Seemannsakzent geben? Das hätte was eigentlich. Was meinst du damit?
dass du zum Leuchtturm willst, Bait. Ah, ist egal, ich kann das nicht so gut. Sunikichi, es ist Sieg, der geht. Klar? Wir haben dich nicht darum gebeten, Bait. Gebeten. Wuhu. Genau. Ich bin hier der Stärkste und gehe zum Leuchtturm. Das ist eher sächsisch, ach egal. Wenn du etwas dagegen hast, musst du gegen mich antreten. Wuhu. Sunikichi, wenn du gehen willst, musst du Zig besiegen, klar? Okay, tja. Huhu. Und jetzt seht ihr, wofür das Ganze gemacht wurde. Wir haben, um einen Kampf gegen Zig zu bestreiten. Wir sind hier zum Entscheidenden. Wer den Leuchtturm repariert, Bait oder der Chef? Hör zu, das ist ein Duell, klar? Bleib ganz ruhig. Ach, ich lasse es aber. Okay, einfach da stehen bleiben und zuschauen. Gedanke? Wir könnten damit durchkommen, Bait heimlich zu helfen, ja? Ach, das braucht er nicht. Ja, wenn Zig so macht wie jetzt gerade, dann könnten wir eingreifen. Aber das ist mir so zu kompliziert, darauf zu warten. Wenn wir so eingreifen, ist er einfach beendet. Das ist auf den Arsch. Auf die Plätze! Fertig! Los! Kämpft! Fight! Gut. Los geht's. Tja, wir sind zwar mit im Kampfgeschehen drin, ne? Wir könnten Bait und Zig angreifen, aber wie gesagt, sobald wir irgendwie in irgendeiner Form eingreifen, sagt er, hey, was wollt ihr denn? Warum greift ihr denn ein? Und so, bla bla bla. Das ist zu Ende, wir müssen das Ganze nochmal machen. Deswegen einfach abwehren und warten, bis sie sich hier tot knüppeln. 15 Glücksschlag, oh, 46. Ich glaube, jetzt könnte ich zum Beispiel angreifen, aber... Ach, ich mach's mal. Ich versuch's mal aus Glück und guter Laune. Mach mal Pyrokine. Feuersturm geht übrigens gegen alle Ziele. Ist halt sowas wie Taifun oder Sturm. So, mal gucken, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Okay, ich sehe gerade. Wenn ich jetzt eingreife anscheinend, wird er disqualifiziert. Ne? Wird er disqualifiziert? Wow, 44. Jupp, das war's. Yeah. Okay, seht ihr, deswegen greife ich nicht gerne an. Hey, was habe ich dir denn gesagt? Einmischen ist nicht. Jetzt müssen wir von vorne anfangen, Mist. Ach, ich sag's ja, ich greife ungern ein. Jetzt kommt noch mal erklären. Ups, das war etwas zu auffällig. Wir müssen warten, bis Zig woanders hinschaut. Ja, das macht er, indem er die Hand vors Gesicht hält. Blach. Sekunde, ich schneide da kurz hin, dann brauchen wir das nicht nochmal. Okay, da wären wir wieder im Kampf. Ja. Ich habe einfach wieder das einfach gleiche gemacht. Bin wieder hingelaufen und habe gewartet. So, los geht's. Ich lasse ihn jetzt einfach drauf knüppeln, ich denke, der schafft das. Das kostet sonst nur Zeit. Können wir sowieso nicht machen, solange der nicht wegschaut, also... Blach. Meine Platt. Ich frage mich auch nicht, warum hier Bossmusik ist. Das ist... Eins ist, der macht so null Schaden, ne? Mann, eine Plattendle hier, ja, kein Bock. Ich glaube, zwei oder dreimal trainiert hätte auch gereicht, gerade so, aber naja. Boom, und da ist er schon platt. Das ging schnell, oder? Dafür, dass ich so viel Zeitaufwand dafür gemacht habe. Ich bin Sieger! Und was ist los? Was ist ein Herzinfarkt? Oh nein, Chef! Das kann nicht sein! Wie kann der große Zig gegen Bait verlieren? Bait! Bist du okay? Schau dich mal an! Du bist ganz zerschundet. Zerschunden! Hättest du mir nicht geholfen, hätte ich Zig nie besiegen können. Wuhu, wir sind der große Held der ganzen Situation. Oh klar, weil du mir geholfen hast, konnte ich Zig besiegen. Bezwingen, okay. Ryu, doch. Wenn ich nichts unternommen hätte, wäre nichts passiert. Oh, Shadows, ich möchte dir behilflich sein. Wir sollten uns beide um die Gilde kümmern. Boing. Chef, Chef! Hast du das gehört? Chef, Chef! Wart auf, Chef! Ich fange jedes Mal mit einem anderen Akzent an, das ist lustig. Danke, vielen Dank. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
Aber Shadows und ich werden schon alles zusammen regeln. Wuhu, können wir dann jetzt endlich mal über... Kommt jetzt endlich das Schiff? Können wir endlich über die Straße? Oder was ist los? Oder geht er jetzt endlich zum Leuchtturm? Ich weiß nicht. Wollen wir mal gucken. Ich habe übrigens 10 Waffen im Inventar. Das heißt, es reichen immer noch. Es sind immer noch 3 Stück. 5 Stück. Verzeihung. Selbst wenn ich alle ablegen würde, hätte ich 14 drin. Das hilft immer noch nicht. Gut, gut. Ha, du Loser, hä? Jetzt bist du kleine Brötchen backen, ne? Wie konnte ich mit so einem Körper nur verlieren? Aber ich werde es tragen wie ein Mann. Warte, mach mal. Bait, was ist los? Ach komm, der hat dich zweimal getroffen mit 1 oder so. Oh, hallo. Vielen Dank für alles.